Yo, servus und herzlich willkommen aus Bühl. Jetzt geht's endlich wieder weiter mit den wöchentlichen Vlogs nach der Winterpause. Und ich bin gerade in Bühl, weil ich gerade ein Bewerbungsgespräch hatte und das lief ziemlich gut. Und jetzt schaue ich mir noch ein bisschen Bühl an und werde dann bald weiter nach Karlsruhe fahren. Und heute Abend fahre ich dann wieder zurück nach Slowenien. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis dann. Feel so incomplete. I'd trade anything for inner peace. Someone probably should have took my keys. I'm doing 120 just to feel the breeze. I've had so many failed leaps of faith. I'm taking medicine to ease the aches. Catching feelings from these one night stands. Trying to piece together this puzzle. So, ich bin jetzt gerade in Karlsruhe angekommen und schauen wir jetzt gleich mal so an, was Karlsruhe so zu bieten hat. Medicine to ease the aches. Catch your feelings from these one night stands. Trying to piece together this puzzle that I am. I've been running at these lights so long. But now these lights stay running at me. These lights stay running at me. And I've been running as fast as I can, but as fast as I can, but they might just run over me. They might just run over me. Ich habe mir jetzt schon ein bisschen Karlsruhe angeschaut und so weiter. Das ist echt ganz cool. Was ein bisschen nervig ist, dass ich hier meinen dicken Rucksack noch dabei habe. Und der ist ziemlich schwer und es ist immer nervig mit Gepäck die Stadt anzuschauen. Jetzt habe ich mir gerade Essen bestellt und zwar über so eine App, die heißt Too Good To Go. Und da kann man eben so Essen bestellen, das eigentlich weggeworfen wird. Und da können eben die verschiedenen Restaurants noch so anbieten, nach Ladenschluss da das Essen zu verkaufen. Und ich habe das noch nie gemacht, aber da werde ich jetzt mal hingehen und dann schaue ich mal, wie das Essen so ist. Aber ich freue mich drauf, weil ich habe Hunger. So, als Fazit kann man sagen, dass es sich auf jeden Fall gelohnt hat, das Ganze mal auszuprobieren. Es war mega lecker und es war auch richtig viel. Für 3,90 Euro ist das voll in Ordnung. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass da ziemlich viel Fleisch dabei war und es stand eben nicht dabei und ich esse manchmal nicht ganz so gern Fleisch. Und ich habe sogar noch was übrig, hier so ein Bären-Chia-Gemix und das Ganze werde ich mir aufheben und dann morgen im Bus früh irgendwann frühstücken quasi. Und ich bin jetzt gerade zu diesem Schloss noch gelaufen. Ja, und jetzt werde ich mich gleich wieder zum Bahnhof begeben, weil mein Bus kommt dann gleich und dann geht's ab nach Slowenien. Und jetzt bin ich endlich wieder in der Hauptstadt in Ljubljana. Und ja, ich bin ja eben gestern um 11:30 Uhr losgefahren aus Karlsruhe mit dem Bus und bin jetzt dann heute früh so um 8:30 Uhr angekommen. Und es hat alles gut geklappt. Ich konnte ganz gut einigermaßen schlafen. Und jetzt warte ich gerade auf meinen Zug. So, und jetzt geht's wieder zurück nach Genome. Ich habe es geschafft, nach dem ganzen Reisen bin ich jetzt endlich wieder in Tschernobyl angekommen und ich freue mich jetzt auch wieder meine ganzen Mitfreiwilligen zu sehen und so weiter. Es wird cool. I don't know why I feel so insecure. Drinking vodka like it contains a cure. A couple up is just to open up. Chewing bubble gum so no one knows what's up. Living life like every day's a race. Looking back, such a terrible mistake. When I die, just a sentence on a stone. Travel too far, never find your way home. I've been running at these lights so long. Ich bin jetzt wieder seit einem Tag hier und habe mich eben ganz gut eingelebt bis jetzt. Ich war eben heute auch wieder in der Schule, habe dort wieder einiges zu tun gehabt, so Unterrichtseinheiten vorbereitet und dann auch letztendlich durchgeführt. Also alles gut soweit. Draußen ist auch schönes Wetter, hätte ich nicht gedacht. Deswegen werde ich jetzt gleich rausgehen und eine Runde joggen gehen. As fast as I can, but it might just run over me.
ich habe jetzt 2-3 Tage nicht gefilmt, weil auch nicht so viel Interessantes passiert ist. Aber jetzt habe ich 2 coole Neuigkeiten für euch. Und zwar, die erste Neuigkeit ist, dass die Handball-WM gerade in Kroatien stattfindet. Und Anna, Daniel und ich, wir haben uns gedacht, dass wir uns Tickets kaufen für ein Spiel. Und zwar ist das in Zagreb am Montag. Da spielt nämlich Slowenien gegen Deutschland. Wir haben die Tickets und ich freue mich drauf. Das sieht man dann im nächsten Vlog. Und die zweite Neuigkeit ist, dass mich 2 Freiwillige zu Besuch sind hier. Und das ist Lea. Hi. Und da ist Daniel, den kennt ihr auch schon. Lights, they running at me, and they might just run over me. Leave me on the yellow lines. Leave me on the yellow lines. Leave me on the yellow. Leave me on the yellow. Leave me on the yellow lines. Leave me on the yellow lines. Leave me on the yellow. Leave me on the yellow. Ich bin jetzt gerade dabei, das aktuelle Video zu schneiden. Könnt ihr hier sehen. Und mir ist aufgefallen, während ich geschnitten habe, dass ich noch gar keine Abmoderation gefilmt habe, deswegen mache ich das jetzt. Das ist eben das Ende vom Video und hier noch ein kleiner Ausblick aufs nächste Video. Hier sind die Tickets für das Handballspiel heute. Heute ist nämlich Montag und Deutschland spielt gegen Slowenien Handball. Und da fahren wir jetzt heute nach Zagreb und schauen das dann eben an. Das heißt, bleibt dran, ihr könnt den Kanal abonnieren, dann seht ihr das nächste Video auch und verpasst keins. Deswegen macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Mal beim Handballspiel. Ciao, ciao!